Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Geschenke kreativ gestalten kann. Ich habe dafür einfach mal 3 Geschenke fertig gemacht, ganz einfach in Packpapier eingepackt. Das Ganze sieht so aus. Also, wie gesagt, ganz einfach nur eingeschlagen in Packpapier, ganz neutral braun. Und ich werde euch jetzt im Video für jedes Geschenk eine andere Art zeigen, wie ihr das Ganze schön aufpeppen könnt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit anderem Geschenkpapier machen oder ihr macht es mit Zeitungspapier, einfach einen neutralen Untergrund und dann so ein bisschen was Peppiges da drauf. Und los geht's mit Nummer 1. Für das erste Geschenk brauche ich einmal gebastelte Sterne. Ihr könnt die einfach aus rundem oder quadratischem Papier schneiden. Das haben wir in anderen Videos schon mal gezeigt. Zum Beispiel in einem Adventskalender gibt es ein Video dafür. Oder ich habe auch einmal gezeigt, wie ich das aus Muffinpapieren gemacht habe. Das sind die Sterne davon. Also das sind eigentlich Muffinförmchen gewesen. Dann braucht ihr einen Klebestift und eben ein eingepacktes Geschenk. Und die kommen da jetzt drauf, um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen. Auf den Sternen steht dann Joy und Peace, eben für Weihnachten. Und das Ganze sieht dann richtig süß aus. Ich zeige euch das mal. Also den Stern schön mit Klebe eindecken. Alle Zacken auch. Und dann kommt der eine hier in die Ecke. Und der zweite kommt hier unten hin. So ein bisschen gedreht, diesen drehe ich so. Ups. So sieht das Ganze dann aus. Und ich finde, das ist wirklich eine süße individuelle Geschenkverpackung und wirklich super niedlich. Wenn man möchte, kann man natürlich noch eine Schleife zusätzlich dazu machen. Ich lasse die Schleife jetzt einfach mal weg. Ich finde, das sieht so auch schon super süß aus. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann zu Teil 2. Für das zweite Geschenk benutze ich Tape. Ich habe hier mal 3 verschiedene weihnachtliche. Die lasse ich einfach in 3 geraden Linien hier rüberlaufen, wie Geschenkband. Ich starte mal mit dem mittleren. Das sind grüne Bäumchen. Super niedlich. Ich starte direkt vorne. Gucke, dass das Ganze gerade wird. Und klebe das hier einmal quer rüber. Hier nach hinten. Und dann hinten einmal die ganze Seite rüber. So, Nummer 1 ist drauf. Dann kommen noch ein paar Schleifchen. Dass das Ganze, ich mache das so in so einem halben Zentimeter Abstand davon, dass das Ganze gerade wird. Nach hinten rum auf der Seite, vorne festdrücken und dann nach hinten rüber. So, hinten auch festdrücken. Sieht das Ganze von vorne aus. Und dann kommt Nummer 3. Da steht Merry Christmas drauf und verschiedene Bäume und Schneeflocken. Das kommt hier oben drauf. Im gleichen Abstand. Und dann auch hinten einmal rüber. Da ist jetzt eine Beule drin. So. Zum Glück nur hinten. Hinten feststreichen. Abschneiden. Und dann ist Nummer 2 auch fertig. Super hübsch dekoriert, sondern sogar direkt mit Weihnachtswünschen.
Und ja, das ist Nummer 2. Und dann geht's weiter mit Nummer 3. Für die dritte Variante braucht ihr ein bisschen Tannengrün oder Lebensbaum, einfach irgendwas Grünes aus dem Garten oder aus dem Park, je nachdem, wo ihr was findet. Man kann das Ganze auch kaufen. Ich habe es einfach ein bisschen im Garten gepflückt. Es sind wirklich nur ganz kleine Teile und ein bisschen Geschenkband. Ich habe hier so ein bisschen Gold und weißes Band. Das halbiere ich einmal. Das ist ungefähr 60 cm lang. Und dann fange ich hier in der Mitte an. Gehe einmal auf die andere Seite rüber. Das Ganze lasse ich hinten sich kreuzen. Dann wieder auf die Vorderseite zurück. Und lasse die erstmal liegen. Dann hole ich mir 2 kleine Tannenzweigchen. Nehme ruhig 3. Und mache erstmal den ersten Knoten, dass das ganze Band erstmal zusammenhält. So. Und dann knote ich die Tannenzweiglein noch mit ein. Einfach drauflegen und einfach nochmal einen Knoten mit drauf machen. Das Ganze muss man natürlich ein bisschen frisch machen. Das kann man nicht 3 Tage liegen lassen. Dann fängt das Ganze bei der, also 3 Tage schon, also nicht wochenlang liegen lassen. Das fängt dann alles bei der Heizungsluft an, ein bisschen zu rieseln. Ich schleife noch ein bisschen drauf, ein bisschen schön zurechtziehen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich hoffe, die Variante gefällt euch auch. Die finde ich auch super niedlich. Und ja, das sind dann die 3 Varianten. Nummer 3 noch einmal. Nummer 2 mit dem Tape und Nummer 1 mit den Sternen aus dem Muffinpapier. Da könnt ihr natürlich auch silberne oder goldene nehmen oder ihr macht was ganz anderes drauf. Da seid ihr natürlich auch ganz eurer Fantasie überlassen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn es euch gefallen hat, teilt es vielleicht mit euren Freunden. Vielleicht haben die auch Spaß daran. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und bis zum nächsten Mal.